Also es geht mir immer auch um die Verantwortung des Einzelnen, wie er sich in dem Ganzen der Gesellschaft verhält und vielleicht auch Widerstand ab und zu praktiziert. Die Kunst muss sich nicht in ihren weiteren Äußerungen und Statements nach irgendeiner, wie soll ich sagen, ideologischen oder politischen oder künstlerischen Vorgabe, sondern, und das finde ich das Tolle, deswegen habe ich diesen Beruf auch schlussendlich gewählt, dass man die Freiheit hat, als Künstler, Künstlerin, die Aussage so zu machen, wie man sie dann auch wirklich an das Publikum oder an die Gesellschaft richten möchte. Es geht nicht um, es geht jetzt nicht um die, dass es ein Abbild ist, dass es eine Repräsentanz sein muss. Aber der Ausgangspunkt war schon eben die Passfotografie, die man ja braucht für Papiere, Formulare und so weiter. Davon ausgehend etwas zu schaffen, was dann durch Transformationsprozesse wie Solarisation, was weiß ich, also alles das, was also in der Fotografie möglich ist, aber normalerweise in der Porträtfotografie überhaupt nicht angewendet wird, auszunutzen. Also die Gesellschaft sich überhaupt mit Kunst auseinandersetzt. Also das wünsche ich mir erstmal, damit sie einen Zugang hat zu dieser Form von Statements und vielleicht etwas davon, also in, wie soll ich sagen, empathisiert wird, sich diese Freiheit zu nehmen für die eigene Beurteilung und das eigene Verhalten, die eigene Verantwortung in diesen zum Teil beschriebenen gesellschaftlichen Verhältnissen.